Ja, hallo, Herr Leben, Ingo hier vom Bewegungsprojekt. Ein bisschen arg im Dunkeln heute, aber ich wollte unbedingt meine neue Videoleuchte ausprobieren. Und heute möchte ich mit euch zusammen meine Eisenpfanne, die ich ja letztens ein bisschen aufgepimpt habe, einbrennen. Und wir lassen uns mal überraschen, wie es funktioniert. Ich mache das Ganze heute mit einem Spiritusbrenner und auf der Buschbox. Und mal sehen, ob das auf diese Art und Weise funktioniert. Ich habe sie vorher gespült, ordentlich, mit einem Bürstschwamm. Das blende ich vielleicht nachher nochmal ein. Und jetzt werde ich es ganz dünn mit Öl einreiben und den Brenner setzen. Habe ich mir Leinöl besorgt, das hatten wir zufälligerweise noch. Und dann habe ich jetzt hier einen kleinen Tropfen. Erstmal nicht. Ach, typisch. So, jetzt haue ich erstmal einen kleinen Tropfen hier rein. So. Stell das hier hin und hoffe, dass es nicht umkippt. Und werde das jetzt mit Zewa so schön verteilen. Und ich glaube, das war jetzt sogar schon ein bisschen zu viel des Guten, oder? Dann werden wir mal schauen. So, nach ein paar wenigen Minuten fängt es jetzt an zu qualmen. In der Mitte etwas dunkel. So, kann man das erkennen? Oh, so hoch, so. Oh, nicht so ganz, ne? Ich mache jetzt noch mal eine zweite dünne Schicht Öl rein und hoffe, ups, ist irgendwas runtergefallen. Und das war jetzt die Flügelmutter. Ich hatte das nämlich nicht so ganz festgeschraubt, weil ich noch das Öl auch zwischen den Griff und Pfannenkörper einbringen wollte. Und naja, dann gehe ich jetzt erstmal die Flügelmutter suchen. Da ist das gute Stück, ich habe es wieder gefunden. Und mittlerweile sieht es in der Pfanne so aus. Ja, meine Lieben, der Spiritus ist jetzt abgebrannt, ist ausgegangen. Ich lasse das alles jetzt nochmal abkühlen. Dann schaue ich mir das Ergebnis mal genauer an. Beziehungsweise ich versuche das jetzt mal hier ein bisschen zu zeigen. Zu hoch, ne? Guck mal hier. Ja. So schaut das jetzt gerade aus. Ich weiß nicht, ob das ein optimales Ergebnis ist, ob das noch besser sein kann. Deswegen lasse ich es jetzt erstmal abkühlen, fülle nochmal was Spiritus nach, wische nochmal mit dem Lappen durch und mache dann noch eine kleine Ölschicht, dünne Ölschicht drauf und ja. So, jetzt alles ein drittes Mal eingeölt. Der Spiritusbrenner brennt wieder. Und dann bin ich mal auf das Ergebnis gespannt. Das war's. Und, so schaut halt das Ergebnis jetzt aus. Ja, meine Lieben, das ist jetzt das Ergebnis. Und ich bin jetzt erstmal damit zufrieden. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt freue ich mich tierisch darauf, wenn ich die Eisenpfanne endlich mal im Einsatz habe und da
das erste gute Stück Fleisch drin braten kann. So, meine Lieben, das war's dann mit meinem Experiment der Eisenpfanne einbrennen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es ist auch wirklich was geworden. Ich habe es richtig gemacht. Und ich hätte vielleicht eine etwas dumme Frage am Ende. Wie reinige ich die Eisenpfanne denn jetzt in Zukunft richtig? Also, wenn ich jetzt mit einem Schwamm und Spüle dran gehe, ist die ganze Patina doch wieder ab. Also, wirklich nur einmal mit dem Tuch auswischen gut ist? Schreibt mal bitte eure Meinungen und Erfahrungen in den Kommentaren dazu. Danke euch und tschüss!